Mario Kart 8 Deluxe ist ein ziemlich vollständiges Spiel. Ich meine, klar, SNES Mario Piste 1 fehlt, aber man kann nicht alles haben. Nichtsdestotrotz gibt's die ein oder andere Sache, die noch vermisst wird. Seien es Features aus vorherigen Mario Karts, Features aus anderen Rennspielen oder einfach Features. Ich werde mich mal bei den offensichtlichen Picks etwas kürzer halten. Sowas wie das Doppelfahrer-Gimmick aus Double Dash liegt für viele Leute als Wunsch auf der Hand, aber ich würde mich heute gerne auf Dinge konzentrieren, die es entweder nicht vorher in Mario Kart gegeben hat oder die zumindest nicht alle zwei Minuten genannt werden. Beginnen wir mal mit einem ganz geheimen Modus. Zeitfahren hat sich über die Dekaden prinzipiell kaum verändert, abgesehen von offensichtlichen Ergänzungen wie Online-Bestenlisten oder Änderungen wie dem Hubraum und der Pilzmenge von Ableger zu Ableger ist der Modus so simpel wie er nur sein kann. Du fährst alleine gegen die Zeit die vorgegebene Menge an Runden und am Ende gilt, wer am schnellsten ist, hatte den kürzesten Spielspaß. Jetzt auf der Switch mit Mario Kart 8 Deluxe würde sich hier eine wundervolle Gelegenheit bieten, diesen Modus mit Hilfe eines lokalen Mehrspielermodus etwas aufzupeppen. Zwei oder mehr Spieler fahren gleichzeitig gegen die Uhr und man selbst sieht seine Konkurrenten als Geister auf der Strecke, so wie es auch beim regulären Fahren gegen Geisterarten der Fall ist. Das ginge dann sowohl auf dem TV mit Splitscreen als auch mit mehreren Konsolen im Handheld-Modus. Jetzt fragt ihr euch, warum sollte man Zeitfahren spielen, wenn man genauso gut einfach Versus spielen könnte, wo man wenigstens, naja, interagieren kann? Ich denke, es wäre ganz praktisch, um als Gruppe effizient zu üben. Es soll ja diese Freundeskreise geben, die sich gegenseitig helfen wollen, wenn es ums Herauskitzeln jeder Millisekunde in Mario Kart geht, und das wäre eine ziemlich coole Art und Weise, gegeneinander anzutreten. Das muss es dann ja auch nicht nur im lokalen Mehrspieler mit Handheld-Switches geben, sondern kann auch Teil des LAN-Modus sein, den Mario Kart 8 Deluxe so leidenschaftlich vor uns zu verstecken versucht. Versteht mich nicht falsch, 95% der Leute würden trotzdem ganz normal Versus spielen, aber ich wüsste nicht, was dagegen spricht, so eine Zeitfahr-Option zu ergänzen. Klar wird sie nur zwischendurch mal genutzt, aber sie könnte eine ganz andere Facette von Mario Kart präsentieren, von welcher der ein oder andere E-Sports-Fanatiker vielleicht sogar richtig krass profitieren könnte. Und ich habe gehört, Nintendo ist heutzutage ganz, ganz E-Sports begeistert. Anderes Thema. New Super Mario Bros. U hat dem Spieler die Option gegeben, über einen der Zusatzmodi willkürlich Münzen überall im Level zu platzieren. Manche würden jetzt an den Debug-Modus der alten Sonic-Spiele denken, wo man alles Mögliche einfach in die Levels klatschen konnte. Ich denke an einen solchen Modus für Mario Kart-Strecken. Einfach eigene Münz-Patterns in die Kurse kleistern und dann damit spielen. Es böte sich an für die regulären Rennstrecken oder die Schlachtarenen, besonders im Münzenjägermodus, und man könnte dann ja auch das Maximum der Münzen, die man in den Rennen besitzen kann, über 10 hieven, sodass es einen ähnlichen Effekt gibt wie beim Münzrauschmodus, ebenfalls aus New Super Mario Bros. U, wo das Level immer schneller wurde, je mehr Münzen man eingesammelt hat. In Mario Kart könnte man das Kart immer schneller werden lassen, vielleicht ja sogar schneller, als man auf 200 CCM wäre. Selbst wenn man dem Spieler nicht die Option gibt, seine eigenen Münzpositionen zu bestimmen, könnte sowas doch wirklich ein cooler Modus sein. Einfach Strecken mit einer absurd inflationären Menge Coins bestücken und die Spieler dann gegeneinander antreten lassen. Vielleicht ja auch nicht mit dem Ziel, 3 Runden zu beenden, sondern mit dem Ziel, 100 Münzen einzusammeln oder so. Auch sowas ließe sich natürlich in dem eben von mir angerissenen Zeitfahr-Multiplayer einbauen, auch wenn ich es mir da nicht annähernd so spaßig vorstelle, da so ein Modus von einem Versus-Prinzip wie beim Münzjäger, wo man für jeden Itemtreffer einen Anteil seiner Münzen verliert, verdammt stark profitieren könnte. Mich wundert ehrlich gesagt, dass noch keine Mario Kart Modder auf diese Idee gekommen sind. Einfach ein bisschen mit dem Speed Modifier herumspielen, abhängig von der Münzmenge, dürfte im Prinzip bloß eine Trockenübung für die mittlerweile extrem fähigen Modder sein, wenn ich mir ansehe, was alles schon in Mario Kart Wii implementiert wurde über die Jahre. Also, falls irgendjemand sich jetzt inspiriert fühlt, ich würde so einen Modus extrem begrüßen. Nächster Punkt. Warum können wir nicht unsere eigenen Cups zusammenstellen? Wir können zwar den Versus-Modus einfach mit 4 Rennen einstellen und dann manuell unsere erwünschten Strecken auswählen, aber es gibt doch eine viel unkomplizierte Möglichkeit. Lasst uns einfach benutzerdefinierte Grand Prix zusammenstellen. Nachdem Mario Kart 7 sowas angeboten hat, wundert mich ehrlich gesagt komplett, dass es das später einfach nicht mehr gab. Vor allem, weil Online-Multiplayer nur immer wichtiger für die Serie geworden ist und diese Ergänzung eine schöne persönliche Note hatte. Ich möchte die Option haben, andere an einem Benny Cup verzweifeln zu lassen, bestehend aus 3x Cooper Großstadtfieber und 1x Cooper Großstadtfieber auf 200 CCM. Oder wenn das jetzt zu viel verlangt sein sollte, hätte ich gern die Option, in Zukunft bei Versus Rennen im Vornherein eine feste Reihenfolge an Strecken einstellen zu können. Wenn wir bald 96 Strecken haben werden und man sich 8 bestimmte Strecken vornehmen will, würde das die Zeit zwischen den Rennen verkürzen, in der man sonst immer wieder die nächste Strecke über 2 Roster hinweg suchen müsste, die man als nächstes spielen will. Mal kurz was anderes eingeworfen. Was hindert Nintendo daran, die Feder im normalen Rennen zu aktivieren? Sie ist ein Schlachtmodus-exklusives Item, nach
nachdem man sie aus Super Mario Kart rausgefischt und ihr endlich eine neue Aufgabe gegeben hat. Dabei gäbe es so viele Stellen, wo man sie auch auf den Rennstrecken sinnvoll einsetzen könnte. Der ein oder andere Shortcut könnte damit genommen werden, beispielsweise könnte man bei der Hyrule-Piste auch einfach über die Mitte hier hüpfen, ohne dass die Rampe aktiv ist, oder man könnte bei der Röhrenraserei in der letzten großen Röhre auf die höheren Gitterplattformen hüpfen, wenn die Aufwinde gerade nicht da sind, oder man könnte das nutzen, um Items auszuweichen, die sonst schwer zu umschiffen sind, wie ein Bob-Omb. Man könnte einen roten Panzer austricksen, sodass er unter einem herfährt und stattdessen den Fahrer vor einem anvisiert. Es gäbe so viele nützliche Möglichkeiten, dieses Item einzubinden, selbst wenn man nicht diese extra dafür zugeschnittenen Shortcuts wie in Super Mario Kart in sein Spiel basteln will. Jetzt, wo ich es mal aufschreibe und im Nachhinein ausspreche, wirkt es wie ein No-Brainer und ich habe keine Ahnung, wieso Nintendo da nicht drauf gekommen ist und stattdessen die Feder so in ihren potenziellen Fähigkeiten eingeschränkt hat. Ich meine, was kann man denn im Battle-Mode damit machen? Oh, andere Gegner treffen, indem man über sie flattert? Wow, wie gut sich das Item spezifisch nur für diesen Modus eignet. Ich bin verblüfft. Ich habe das schon mal irgendwo erwähnt, aber sie hätten uns das doch auch einfach mit diesem neuen Item-Auswahlmenü von Welle 3 bieten können, wenn man uns schon nicht vertraut, dass wir im regulären Grand Prix mit regulären Items plus der Feder keinen Unsinn anstellen. Das ist so eine Option, die easy umzusetzen gewesen wäre, aber die man uns vorenthält, weil das nicht die Art und Weise ist, wie Nintendo sich die Item-Nutzung von Mario Kart 8 Deluxe vorstellt. Ach, aber sowas ist dann vorhergesehen und erwünscht? Dann gibt's noch ein paar kleine Optionen, bei denen ich mich frage, wieso es die nicht irgendwo in einem erweiterten Menü oder so gibt. Sowas wie, dass man Anti-Schwerkraft-Boosts einfach deaktivieren kann. Nicht Anti-Schwerkraft an sich, das würde viele Strecken, glaube ich, kaputt machen, sondern diesen Wirbel, bei dem zwei aneinanderstoßende Fahrer einen Boost kriegen. Sowas wie, dass Doppel-Items deaktiviert werden können. Sowas wie, dass auch die Spieler nur Karts oder Bikes nehmen können. Man kann es für die CPU einstellen, aber nicht für einen selbst. Natürlich kann man sowas auch einfach absprechen, aber viel Erfolg, sowas dann für den Turniermodus durchzusetzen, wo man potenziell hunderten Spielern einfach vertrauen muss, sich an so eine Einschränkung zu halten. Die Möglichkeit, die CCM genauer einzustellen, statt in 50er Schritten wie bisher einfach in 10er oder gar 1er Schritten. Gut, 1er Schritte wären ein bisschen Overkill, aber gibt es irgendeinen objektiven Grund, wieso es sowas wie 175 CCM nicht geben sollte? Es hätte ja sogar den Pluspunkt, dass weniger erfahrene Spieler so schon mal ein wenig an 200 CCM herangeführt werden können, denn der Unterschied zwischen 150 und 200 ist sowieso schon recht heftig. Eine Zwischenstufe zum Üben würde nicht wehtun. Sobald es alle 96 Strecken gibt, könnte man aktivieren, ob man nur Basegame-Kurse oder nur DLC-Kurse haben will. Allgemein könnte es die Option geben, ob man nur Kurse aus bestimmten Ablegern haben will, nur Stadtstrecken, nur Retro-Strecken, einfach irgendwelche Filter, nach denen man den Roster limitieren könnte. Das würde jetzt nicht die Welt verändern, aber einfach ein bisschen Abwechslung reinbringen. Die Liste mit so Kleinigkeiten ließe sich ziemlich endlos weiterführen, aber um mit etwas einigermaßen vernünftigem abzuschließen. Was spricht dagegen, uns den Wii U-Schlachtmodus zusätzlich zur Verfügung zu stellen? Ich will den mit keiner Faser meines Daseins verteidigen oder so, das ist der mit Abstand erbärmlichste Schlachtmodus, den die Serie je gesehen hat. Ja, ich finde ihn auch noch dreister als den in meinen Augen völlig ungeeigneten Schlachtmodus aus Mario Kart Tour. Aber die Idee, auch auf ein paar Rennstrecken eine Art Schlachtmodus zu haben, ist ja nicht völlig verkehrt. Es war nur absolut lächerlich, dass es gar keine dedizierten Kurse gab. Der Schlachtmodus aus 8 hat ja auch noch das Gimmick gehabt, dass man nach dem Verlust all seiner Balance nicht neu erschienen ist, sondern als Geist noch andere Spieler verletzen konnte. Ähnlich wie es beispielsweise in Mario Kart 64 war, wo man zu einem Bombenauto geworden ist, das die anderen Spieler immer noch tangieren konnte. Auch das ist eine dieser Optionen, die man ja durchaus einfach hätte reinballern können. Es hätte nicht wehgetan. Vielleicht sogar dann mit ein paar mehr Strecken oder dass man uns einfach aus allen verfügbaren Strecken wählen lässt. Selbst wenn ein Kurs sich objektiv nicht so perfekt eignen würde, dann spielt man halt wie einen Hybridmodus aus Rennen und Schlachten, wo man trotzdem von Anfang bis Ende einen Kurs durchspielt, aber es nach Balance geht und nicht nach Rundenzeit und Position und all sowas. Da könnte man jetzt auch noch lange drüber brainstormen. Man könnte ewig weiter solche Sachen aufzählen. Besonders bei Filtern und kleinen Einstellungen gäbe es so vieles, was man tun könnte. Nur bestimmte Gewichtsklassen bei den Fahrern erlauben, die Karte global für alle Teilnehmenden deaktivieren, etc. Aber ich glaube, alles, was ich mir so über die letzten Tage hinweg zusammengesponnen habe, habe ich hiermit zum Ausdruck gebracht. Auch wenn mir, sobald ich diesen Wulst an Gedankengeburten publiziert habe, eh wieder irgendwas einfällt, was ich hier vergessen habe. Zum Beispiel SNES Mario Kart Piste 2. Gott, wie konnte mir das entgehen? Ich schäme mich.